Yo, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf dem Kanal von Space Let's Play. Ich bin Real, wir zocken Sonic Lost World, wir gehen in den ersten, die erste Zone von Frozen Factory. Ab geht's! Okay, das sieht schon mal schön aus hier. Alles wieder schön Schnee. Ach! Das ist jetzt sogar schon das, wo man... Geil. Also man kann jetzt so laufen, da ist man ein bisschen unbeholfen. Wenn ich jetzt so mache, dann läuft es schon besser. Geile Sache. Boing. Hopp. Alle hopp. Oh, so viele Gegner. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Ach, der Schnee fällt sogar runter, das ist auch nicht schlecht. Da ist ja gar nichts. Was denn jetzt? Oh, so eine Röhre, die kennt man auch aus verschiedenen Sonic-Spielen. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ach, hier. Okay. Da muss ich jetzt... Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Vor allem durch diese Sachen. Okay, jetzt sind wir hier oben. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwo... Nein! So ein Scheiß. Waren wir hier schon? Okay, muss ich jetzt nochmal rüber? Ach, das war ja klar. Hätte ich mir auch denken können. Ah, ist eine rote... Wie komme ich denn da ran? Und wir haben wieder einen Erfolg. Ich wusste jetzt echt nicht, wie ich an den Ring da rankomme. Da muss ich mich mal noch ein andermal mit beschäftigen. Ach, hier sind wir wieder hier. Okay, also, wenn man runterfällt, muss man den ganzen Weg nochmal latschen. So, dann sind wir ja hier oben und ich muss jetzt hier rüber hüpfen. Juhu! Echt, endlich ein schönes Level. Boing! 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 Wolken! Okay, jetzt sind wir wieder auf Wolken unterwegs. Boah, das... Boah, da wäre ich jetzt gerade fast runtergefallen. Springen wir einfach mal hier lang. Hier lang. Wo ist jetzt die Glocke hin? Da ist sie. Jetzt ist sie da. Sie da. Und das müsste schon fünfmal gewesen sein. Ja. Okay, einen haben wir verpasst. Das war der, der da am Anfang war. Aber das ist nicht so schlimm. Boah, das war wieder knapp. Scheiße, Feuer. Okay, okay, da rechts lang... Also erstmal hier die Ringe einsacken. Das sind einfach vier. Ach, hier oben geht's auch noch lang. Zu einer goldenen Kanone. Stup. Und wieder eine Run-Section. Oh, ordentlich Ringe. Wow, 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 wow. Ja, ja. Ui, ui, ui. Wo kommen wir jetzt hin? Hier hin. Können die Dinger eins zerquetschen? Ich glaube ja. Und wieder so ein Staubsauger. Upp. Scheiße. Boing, boing. Cool. Habe ich
Ich habe die einfach gerade mal da so gesehen, dachte mir, gehst du mal rein. Laser! Okay. Geile Sache. Und da sind wir im Ziel. Na, komm schon. Schön. Schöne Sache. Wow, ist das nicht etwas übertrieben? Mann, wie viele Militärfabriken braucht man eigentlich? Wenn du sie nicht andauernd zerstören würdest, bräuchte ich nicht so viele. Und fertig! Ah, danke, dass du mich repariert hast. Keine Ursache. Tut mir leid, dass du einen Stimmenchip hast, der von einem Kleinkind gebastelt wurde. Ich glaube, mir war es lieber, als wir noch auf unterschiedlichen Seiten standen. Da bin ich ganz deiner Meinung, Eiergesicht. Hey, nun mal halblang. Ehe wir anfangen, uns gegenseitig zu vernichten, sollten wir dran denken, weshalb wir zusammenarbeiten. Okay, erinnere mich nochmal daran. Tails, wir brauchen Dr. Eggman, um seine Maschine auszuschalten. Und mir traust du das nicht zu? Was? Nein, ich trau dir das zu, Tails, aber es... Nein, tust du eben nicht. Du hast mehr Vertrauen in Dr. Eggman. Weißt du, wie weh das tut? Ich vertrau dir, Tails, aber die ganze Welt ist in Gefahr und ich bin schuld daran. Weißt du, wie weh das tut? Ehrlich gesagt, nichts tut mehr weh, als dieser Konversation zuzuhören. Sei still, Eggman! Auch nicht schlecht. Okay, jetzt fangen Sonic und Tails schon an, sich zu streiten. Aber Tails hat ja eigentlich recht. Okay, jetzt haben wir eine Unbesiegbarkeit, die nehme ich auf jeden Fall mit. Wieder so eine komische Ringbox wegschmeißen. Denn wir haben da nur ungefähr so 6 Plätze für Zeugs. Noch ein Gegenstand, wie viele noch? Ne, das will ich auch nicht haben. So, nein, da nicht. So, ja. Ach, ich glaube, ich weiß, was für ein Level das ist. Erstmal ein Leben. Das sieht aus wie die Frozen Factory, wo man mit diesem Schneeball rumrollt. Okay, Omo-Chao noch mal anlabern. Der gibt uns die Mission irgendwie voll durcheinander. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. Okay, aber wir gehen hier noch auf jeden Fall rein. Wen haben wir denn da? Was machst du denn noch hier? Ich mach mich nur fertig. Na, du lässt dir aber ganz schön Zeit. Aber das ist ja auch mein gutes Recht, nicht wahr? Was wäre, wenn ich dir sage, dass du die Einzige bist, die ich für schnell genug, schlau genug und schön genug halte, ach ja, den blauen Igel zu besiegen? Nun, dann hast du wohl die Richtige für den Job. Das war so einfach, dass ich fast ein schlechtes Gewissen habe. Hey, das ist echt super. Oh Mann. Zavok weiß, wie man Frauen um den Finger wickelt. Okay, ich kann jetzt... Kann ich auch schneller rollen? Ja, so ein bisschen. Ah doch, man wird dann schneller mit der Zeit. Okay. Da ist eine Plattform, die immer runterfällt. Da gehen wir mal raufspringen. So. Okay, jetzt sind wir hier oben. Kann ich eigentlich noch den... Ja, kann ich. Okay, das macht es ein bisschen einfacher. Okay, aber man darf auch echt nicht runterfallen. Hui. Billard. Boing. Oh. Okay, den kriege ich auch. Zack, zack, zack. Ah, super. Und jetzt nochmal. Okay, Mitte, 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 Mitte. Zack! Oh, niedlich, wie er immer an den Fallen und Feinden vorbeizukommen versucht. Ich glaube, er will mich beeindrucken. Wir werden dich später noch beeindrucken, wenn wir dir den Arsch versohlen. Ja, man sieht also, wenn man hier diese Ringe einsammelt, dann kann man diese sozusagen im Ziel immer einlösen. Also man muss, nicht im Ziel, in den Speicherpunkten. Oh, okay. Komme ich da jetzt am besten ran? Also ich glaube... erstmal hier speichern kurz.
So, und dann mit Anschwung, ne? Okay, so hat das geklappt, das ist super. Und weiter. Das sind doch diese kleinen Schneeviecher. Wow. Wow. Ah, scheiße. Nein! Dreck. Verdammte Scheiße. Man muss echt aufpassen, dass die einen mit der Rakete nicht erwischen. Okay, also nochmal das mit dem roten Ring hier. Das Spielchen, speichern. Moment mal, war das nicht ein Speicherpunkt? Warum bin ich denn da hinten gestartet? Egal. Ach, scheiße. Ja, okay, den haben wir. Das ist, wenn wir so einen Stöpsel in der Seite dran haben. Okay, jetzt sieht schon ein bisschen anders aus. Okay, diesmal schaffe ich das. Mann, ist schon wieder genau das gleiche, ey. So ein Dreck. Okay, jetzt mal ein bisschen schneller hier. So, auf den. Das ist eh kein Speicherpunkt, da scheiße ich jetzt einfach mal drauf. So, achso, ich brauch gar nicht springen. Okay, das war mein Fehler. Das Level ist wunderschön, ich mag es. Mann mit Initiative, das gefällt mir. Vor allem, weil ich keine habe. Aber du kommst nie an mich ran, Kleiner. Okay. Also Sonics Initiative müsste eigentlich die größte sein, die es gibt, weil er ja einfach mal der schnellste ist. Da wollen wir noch mit. Es könnte auch gleich mal wieder ein Speicherpunkt kommen. Sehr schön. Yeah, ein schönes Muster haben wir jetzt. Ah, nicht die Viecher. Ausgerechnet hier. Oh, okay, man kommt aber noch gut vorbei, wenn man ein bisschen Schwung hat. Spring ihm ins Gesicht. Na! Oh, boing. Okay, jetzt kommen hier wieder so eine dreckigen Bomben. Ah, okay. Gut, das haben wir gemeistert. Oh, das ist viel Speed jetzt hier. Eieiei. Okay. Wir gehen eindeutig rechts lang. Boing. Jetzt weiß ich ja, wie man den Viechern fertig wird. Okay, da ist so ein Riesenvieh. Ich versuche mich mal an dem vorbei. Nein. Wow. Okay. Kann ich den vielleicht. Ha! Stirb, Loser! Da ist er gefallen. Okay. Jetzt hier schön lang. Und da ist nämlich noch ein. Wow, das war. Wow, das war mehr als knapp. Ich habe auf der Kante gehangen. Ding. Miau. Und wieder Billard. Zack, zack. Zack. Und. Boing. Ah, okay, das war jetzt falsche Richtung, egal. Ach, noch mehr von euch Yetis, na gut. Die kicken wir locker weg. Wow, aber er kickt jetzt auch locker weg. Oh, das ist jetzt. Oh, das wird doch tödlich. Okay, so kriegen wir ihn, sehr schön. Und du gehst da runter. Brauchst du gar nicht so rot werden. Da fällst du im Schnee nur auf. Oh, langsam. Oh! Alter! Okay. Die kriege ich. Mittig wahrscheinlich. Oder so. Ist mir auch egal. Einfach weg hier. Scheiß Arschlöcher. Ey, ihr Blöden. Die kann man noch nicht besiegen. Wieder die Punkte einlösen. Mann, lasst mich doch mal in Ruhe, ihr Blöden. Okay, da geht's hoch. Ab dafür. Ich hab grad so da drin gehangen.
Okay. Uff. Oh, du bist ja süß. Okay. Da ist er auch schon. Okay. Muss ich mit Spin Dash da durch? Ha, da ist er. Komm her. Okay, jetzt vergrippt sie sich wieder. Ah, jetzt sind da... Was ist... Noch Bomben. Okay, die darf ich wahrscheinlich eher nicht treffen. Machen wir bestimmt Schaden. Nur die abräumen... Nein! Okay. Sind alle auf einmal weg dann. Aber sie ist nirgendwo zu sehen. Okay, das heißt, ich darf wirklich die nicht treffen. Da ist sie wieder. Die ist immer in dem letzten drin. Okay. Na, das war daneben. Scheiße. Muss sie jetzt kriegen. Mann, wie knapp ist denn das immer? Das geht... Will die mich denn eigentlich rollen? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Boing! Willkommen, Tanzen. Aber ich führe. Du führst als Frau, willst du Tanzen führen? Ne, das passt irgendwie nicht ganz. Okay, jetzt sind hier so eine einzelnen Haufen mit Schneemännern. Okay, ja, vergiss es mal schön. Als ob ich in den reinrollen würde. Ach, die zieht sie dann nach einer Zeit wieder ein? Ach, scheiße. Keine Ahnung, wie viel ab... Scheiße. Keine Ahnung, wie viel Arbeit da drin steckt, ist mir auch egal. Wenn du mir mein Kleid ruinierst. Du trägst ein Kleid, ist mir ganz neu. Da haben wir sie wieder. Und komm her! Ah! Muss los. Ruf mich an. Ruf mich an. Und Sonic macht seine Performance in dem Schneeball drin. Okay. Wir sind der lebendige Schneeball des Todes. Gut, da haben wir jetzt noch ein bisschen überzogen mit dem Part, aber die Katzen gucken wir uns noch an. Das war cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deine Leistung ist beeindruckend, kleiner Igel. Aber du bist zum Scheitern verurteilt, genau wie dieser dumme, dicke Vogel. Ich werde noch dicker, wenn ich euch weggeputzt habe, ihr mächtiger Eggmans. Wow. Deine Drohungen sind fast so lustig wie dein Schnurrbart. Aber zu deiner Erfindung muss ich dich beglückwünschen. Je mehr Energie wir deiner sterbenden Welt entziehen, desto stärker werden wir. Ja, habe ich auch gemerkt. Wo werden wir leben, wenn es diese Welt nicht mehr gibt? Ach ja, euch gibt's dann auch nicht mehr. So ein Pech aber auch. Ich mach euch die Hölle heiß, ihr Fieslinge. Ich zerstöre alles, was euch lieb und teuer ist und lass euch dabei zusehen. Was? Deine Hände? Solange ich noch einem Setti an die Gurgel kann, sind meine Hände in Ordnung. Oh, da ist Eggman ja ganz schön ausgeflippt gerade. Aber man ist ja auch verständlich. Wenn er einfach so seine Erfindung gegen ihn verwendet, das ist ganz schön unfair eigentlich. Und der Spruch von Zess war ja auch ganz schön fies. Ach so, euch wird es ja dann auch nicht mehr geben. So, wir haben ein neues Item bekommen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann würde ich sagen... Neue Welt? Neue Welt. Casino! Da freue ich mich schon sehr drauf. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir ins Casino-Level und ich hoffe, ihr freut euch auch schon so sehr wie ich, denn beim nächsten Part sind wir dann dort. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Boah, Mann, oh Mann, das ist das erste Mal, dass ich Sonic und Tails gesehen habe, wie sie sich so richtig gezofft haben und so richtig gestritten haben. Naja, aber so ganz Unrecht hatte Tails ja nicht wahr? Sonic vertraut Dr. Eggman schon ziemlich krass, obwohl er ja eigentlich ihm nicht so wirklich zu trauen ist. Naja, aber Dr. Eggman sollte sich ja mit seiner Maschine am besten auskennen, oder? Dass Eggman ausrastet, ist man ja gewöhnt, aber das war echt krass. Er hat den ganzen Bildschirm kaputt gehauen. Naja, was er sonst noch so kaputt haut, sehen wir in der nächsten Folge von Sonic Lost World. Seid wieder mit dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.